Jonas zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Ja, in Venedig passiert. Wir konnten Pavel zumindest verhören, mehr oder weniger jetzt mal gesprochen. Er ist uns leider durch die Lappen gegangen. Wir wissen aber, wo sich der Schwarze aufhält. Und das letzte Wort mit Pavel ist noch nicht gesprochen. Die Kommunisten wollen mit dem Schwarzen versuchen, seine Fähigkeiten so, also den Typen an sich, so abzurichten, dass man sie gegen die Feinde einsetzen kann. Und das kann nicht funktionieren. Das ist ein absolutes Unding. Die Teile, man hat sie ja in Teil 1 schon mehr oder weniger kennenlernen dürfen, haben ihren ganz eigenen Willen und die lassen sich nicht brechen. Zumindest meine Vermutung. Wir sind an der Oberfläche und müssen zur der verlassenen Kirche, aber vor uns liegt ein Sumpf, den es gilt zu durchqueren. Und wir haben zwar neue Ausrüstung erhalten, also einen neuen Anzug, aber ja, die Filter der Atemmaske sind ja auch nicht, sag ich mal, unbegrenzt. Also halten wir danach am ehesten noch Ausschau. Ah, Mann, ey. Und ein gut gemeinter Rat ist gewesen, wir dürfen nicht ins Wasser. Oder sollten es zumindest vermeiden. Was sagt denn überhaupt 7 Minuten 25? Viele Patronen für die Waffe haben wir auch nicht mehr. Aber wie wir gehört haben, der Schnee ist am Tauen, der Frühling kehrt höchstwahrscheinlich ein. Was zur Hölle? Ja, so ganz ohne Anlaufpunkt ist es ein bisschen schwierig zu erfahren, wo wir hin müssen, ne? Nee, du lass mal. Scheiße. Ich ahne Übles. Das Ding wird schwierig. Na, immerhin ein paar Schrotpatronen wieder gesammelt, aber wahrscheinlich habe ich gerade mehr verballert, als wir hätten kriegen können. Man sagte uns entweder zum Flugzeug oder aber zum Lager der Tankstelle. Oh. So, hier ist wieder so ein Exemplar für einen Sniper. Das Ding hat sogar einen richtig guten Zoom. Aber es ist nicht mein Spielstil. Zumindest nicht in diesem Gameplay. Aber ja, ich meine klar, von diesem ein wenig erhöhten Aussichtspunkt hätte man schon was reißen können, wenn man es denn drauf ausgelegt hätte. Scheiße. Ich habe echt keinen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Einen einzigen. Vielleicht hier durch? Ja, das könnte klappen.
Das sieht nach einem einigermaßen vernünftigen Pfad aus. Und noch eine Stockquadratbombe. Also eine Claymore. Es ist der Unterleib, der ihnen Schaden zufügt. Aber die Biester halten auch was aus, ne? Shit. Ja, ich wollte dich nicht wecken, Junge. Können wir hier uns einigermaßen... Nee, natürlich nicht. Ja. Das ist es an Patronen gewesen. Das war's. Ja. Da ist mir die Muni ausgegangen. Und das ist in einem Spiel wie diesem relativ unangenehm. Oh, Backe. Okay, aber wir haben so ein einigermaßen Pfad schon mal herausfinden können. Und die Teile sind ja wirklich richtige Tanks. Munition einpacken und verschwinden. Das ist die Prämisse. Wer auch immer hier seine Waffe hat liegen lassen, tat vielleicht Gutes daran zu verschwinden. Ich glaube mal, den anderen Gesellen lassen wir dann auch mal lieber liegen. Ich glaube, es ist sinnvoller, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, sondern heile in einem Stück hier rauszukommen. Oder durchzukommen, besser gesagt. Hört sich echt schon übel an, Mann. Aber ich feiere wirklich diese Kulisse. Ah, da ist wieder so ein Vieh wie aus Teil 1. Wie aus der großen Bibliothek. Ich verstehe. Das war kritisch, aber ja, wir kommen besser durch bis jetzt. Auch der Sprung war effizient. Alter. Zieht sich alles zusammen, ey. Eieiei. So, hier sind wieder diese Lianenviecher. Ah ja, sehr gut. Und auch noch gleich mal ein bisschen was anderes eingesteckt. Ich fühle mich, als wäre ich einem Strudel geraten. Ereignisse, die ich nicht ganz verstehe.
passieren überall um mich herum und plötzlich werde ich vom Sog in die Mitte gezogen. Wohin ich auch gehe, alle um mich herum reden vom Krieg. Manche machen sich bereit dafür, andere flüchten davor. Aber alle glauben daran, dass er kommt. Miller, der Reichsführer, Moskwin, die Leute am Theater und die Flüchtlinge von der roten Linie. Die feuchte und rostige Luft der Metro riecht nach Blut und Verderben. Das ist nicht mein Krieg. Ich frage mich, ob denn überhaupt etwas getan werden kann, um ihn zu verhindern. Ja, also so ganz sicher kann man sich da eigentlich nicht mehr sein, momentan, ne? Da ist nichts mehr drin. Da vielleicht. Nirgends, ey. Scheiße. Oh ja. Das sah doch schon munitionsgerecht wieder ein wenig besser aus, aber wir sind noch lange nicht wieder auf der Höhe. Ich glaube, wir müssen darüber. Ja, hier über den Baumstamm wahrscheinlich. Ja. Oh, shit. Och, ich muss es einfach sagen, es ist eine geile Atmosphäre. Er wollte sich noch retten mit der Claymore. Was mich mehr wundert, ist die Tatsache, dass wir noch keinen. Ja. Gut. Vergesst das, was ich dabei war, zu erzählen. Ihr habt nichts gehört. Ich habe dieses Geräusch schon öfters vernommen und habe mich selbst gefragt, sag mal, werden wir davon überhaupt noch mal einen sehen? Dem ist so. Shit. Das macht es jetzt natürlich auch nicht gerade besser. Damn it, Bro. Dafür brauchen wir den Benzin. Also müssen wir ja wahrscheinlich wohl oder übel irgendwie zum Flugzeug. Frage ist nur, wie. Von hier oben vielleicht? Da über den Baumstamm? Ich habe keine Ahnung, ey. Das war schon mal besser als nichts. Okay. Jetzt haben wir alle maximalen 5 Stolperminen eingetütet. Gut, hier können wir nichts mitmachen. Der Kasten ist auch zu. Die gehen auch nicht. Das könnte vielleicht was werden. Bitte, Alter, bitte irgendwas. Hier ist pisst. Hier ist pisst. Achso, es geht gar nicht weiter. Scheiße.
Ach, jetzt hat er sich verpisst, oder was? Warte mal, haben wir jetzt den Kanister? Ist die Frage. Ich denke mal schon, ne? Das war ein close one, aber okay, wir müssen ja jetzt wieder irgendwie zurück. Damit, ich habe da hinten schon was gesehen. Ah. Ah. Komm schon, Artyom. Komm, das Benzin wird ja auch nicht mehr, ne? Alter, aus welchem Morast wird denn diese Scheiße gezogen? Oh, nein! Wow! Holy hell, Alter! Ja, kommt mal ran hier auf den Meter. Komm schon! Vielleicht kann man sie sich wenigstens damit auf Abstand halten. Solange wie ich hier hinter bleibe. Okay. Alter, komm schon ran hier. Bitte. Na gut, ich hätte es halt auch nochmal zum Laufen bringen sollen. Oh, damn it! You mother! Okay, ich hab nichts mehr. Shit, 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 shit. Ah, es ist nicht gut. Ah, es ist gar nicht gut. Komm schon, Artyom. Ja, genau. Bettelt euch. Okay. Dankeschön. Ausnahmsweise. Nein. Komm schon. Oh mein Gott, ist das Ding lahmarschig. Oh, nö! Aber die Brandgranaten behalte ich trotzdem erstmal. Den haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Oh, shit. Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Ich hab's... Ich weiß nicht, aber ich hab da nur ein gutes Gefühl bei. Ja, vielleicht ist der Posten nicht mehr das, wie wir ihn mal kennenlernten. Aber ich hoffe, ich irre mich. Oh, shit. Oh. Ich mache jetzt auch bewusst keine Lichtquellen an. Alter, das erinnert mich so wie bei der Infiltrierung der Orks in Osgiliath. Nur ohne Benzinmotor. Oh Mann, ey. Dass das überhaupt funktioniert hat.
Aber Technik, die begeistert, würde ich mal sagen. Aber ich meine, damn. Wie weit mag dieser Weg jetzt gewesen sein? Was würdet ihr sagen? Man ist sich nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet mal eben, Leute. Unplanmäßige Pause. Es kann gleich weitergehen. So, den Part werde ich dann einmal mit einem Zeitstempel markieren, dass ihr Bescheid wisst, dass man das quasi überspringen kann, aber ich bin wieder da. Ja, auch die Geräuschkulisse scheint jetzt nicht unbedingt einem freundlich gesinnt zu sein und die Luft geht einem auch langsam aus. Also, wir brauchen echt bald mal Filter. Ohne die wird's echt übel. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt schon unser Ziel erreicht hätten, aber Fehlanzeige. Und vor allem, wie man ja schon aus Teil 1 erfahren hat, nachts sollte man grundsätzlich nicht unterwegs sein, wenn man es vermeiden kann. Lass da bitte Filter drin sein. Gar nichts. Na gut, das macht's nicht besser. Oh nein. Oh. Ja, präzise war das jetzt eher nicht, aber immerhin. Wie viele Medikits haben wir? Eins noch. Okay, die Falle ist entschärft. Das wird uns nicht mehr viel bringen. Ohne Filter. Scheiße. Ah, das wird wohl gleich gewesen sein. Wo ist diese verschissene Kirche? Das war's.
Also bleibt uns nur die Möglichkeit, dass wir jetzt oben noch das Nachtsichtgerät einsammeln. In der Hoffnung, dass wir. Okay, es hatte sogar noch zwischengespeichert. Ja, gut, dann müssen wir jetzt versuchen, Hackengas zu machen. Das wird echt mies, Mann. Wie viel Zeit haben wir denn? Meine, wir haben keinen Indikator dafür. Ah, Patronen, schön und gut, aber wir brauchen Filter. Wo ist denn hier irgendwas? Ja, vielleicht ist das da hinten. Ja. Das scheint nach einem Weg, den es gilt zu laufen. Lichtquellen schön und gut. Das war's wieder mit der Maske. Scheiße, ey. Und das, glaube ich, war ein Schritt zu viel. Da geht's weiter. Oh, nö. Bitte irgendwas. Setz die Maske auf. Nein, setz die Maske auf. Oh mein Gott. Okay, eine geschenkte weitere Minute. Wir dürfen jetzt hier. Oh, Scheiße. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht anhalten. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Okay, da geht's auch nicht weiter. Ich habe keinen Plan, wo es hingeht. Hier vielleicht? Oh. Oh. Nein. 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 Ah, komm schon. Wie weit ist das denn noch? Ja, das war's wieder mit dem Filter. Shit. Oh. Da ist zu. Shit. Hier vielleicht? Das wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr gewesen sein. Oh, oder hier vielleicht? Auch nichts. Nein! Ja gut, Leute. Ja, immer noch einen Filter Ausschau halten, wie uns das Optionsmenü hier zeigt, ist schön und gut, aber. Wenn es um jede Sekunde geht, dann wird es schwierig, noch großartig irgendwelche Ecken und Räumlichkeiten zu durchforsten, wenn man halt die Zeit dafür nicht hat. Das ist ein sehr schwerwiegender Kompromiss, den es da gilt einzugehen. Und ich glaube, die Möglichkeit und diesen Luxus haben wir zurzeit einfach nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber wer es nicht versucht, der kann es am Ende des Tages auch nicht wissen. In dem Sinne, das bleibt erstmal abzuwarten, wie die weitere Reise voranschreiten kann und wird. Es ist mit Sicherheit eher so ein ja, Try-and-Error-Versuch, einfach den bestmöglichsten Pfad abzusprinten, um quasi an dem Ziel anzukommen, wo wir hin müssen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metro Last Light.